Ja, dann ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Johannes, ich bin von der Free Software Foundation Europe. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützen möchte. Ich arbeite dort als Policy Project Manager, bin verantwortlich für unsere politische Arbeit in Deutschland, unter anderem für unsere Public Money, Public Code Initiative. Haben sicher einige von euch schon mal gehört. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut gerne an unserem Stand nachher vorbei. Der ist draußen hier gleich links. Heute allerdings bin ich hier mit einem ganz anderen Thema, denn das ist ja auch so der Education-Track, nämlich Youth Hacking for Freedom. Youth Hacking for Freedom ist unser Programmierwettbewerb, der sich richtet an junge Menschen, Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Und ich würde in den nächsten 15, 20 Minuten ein bisschen erzählen, was wir da machen, worum es da geht, wie ihr mitmachen könnt oder eure Kinder oder eure Geschwister, Verwandten, die in dem Alter sind. Genau, also ein bisschen Hintergrund zu diesem Wettbewerb. Also was ist Youth Hacking for Freedom? Wir führen diesen Wettbewerb seit 2021 durch, jetzt im dritten Durchgang ganz gerade zur Zeit. Und die Idee dabei ist, dass ihr, das junge Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahren, ihre eigene, ja, ich spreche jetzt einfach mal so, als wäre die Audience auch voll von diesen Personen, aber wir haben ja auch eine Online-Audience und da sind ja vielleicht auch ganz genau diese Adressaten dabei. Aber fühlt euch gerne angesprochen, nehmt das gerne mit in eure Verwandtschaft, in euren Bekanntenkreis und erzählt davon weiter. Ja, also wer auch immer das möchte und zu der Zielgruppe gehört, 14 bis 18, kann dort eigene Softwareprojekte einreichen, kann auch im Rahmen von dem Wettbewerb eigene Softwareideen umsetzen. Es geht also wirklich sehr offen darum, egal was man machen möchte, egal welche Idee man hat, alles ist möglich. Die einzige Anforderung dabei ist, es muss freie Software sein, auch bekannt als Open Source, also Software, die jeder Mensch verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern darf. Also die Lizenz muss eine freie Software-Lizenz sein. Und darüber hinaus ist wirklich alles möglich. Es gibt also keine Einschränkungen, was das sein könnte. Es können auch Beiträge zu schon bestehenden Softwareprojekten sein, wo dann immer klar gekennzeichnet sein muss, was der Beitrag ist. Es können auch Kooperationswerke sein von mehreren Personen. Genau, ich habe schon gesagt, wer kann teilnehmen? Junge Menschen, 14 bis 18 Jahre. Der Wettbewerb ist europaweit und wir als Free Software Foundation Europe, wir haben immer einen breiten Europa-Begriff, also so eher UEFA-Europa. Es geht also nicht nur an Menschen aus der EU, sondern alle Länder, die irgendwie im geografischen Europa liegen und wer dort wohnt und in dem Alter ist, kann gerne mitmachen und ist dazu eingeladen. Ja, dieser Wettbewerb so teilt sich dann auf in vier Phasen. Es gibt eine Registrierungsphase, wo wir das bewerben, wo wir darum das ausschreiben und versuchen, publik zu machen. Viele Menschen sollen darauf aufmerksam werden. Viele junge Leute können sich in dieser Registrierungsphase einschreiben, dazu auch gleich nochmal mehr. Und dann ist immer das erste halbe Jahr, also vom 1. Januar bis zum 30. Juni, eine Coding-Phase. Danach müssen die fertigen Softwareprojekte abgegeben werden, eingereicht werden. Dann gibt es eine Evaluation durch eine Jury, auch dazu gleich nochmal mehr. Und am Schluss steht dann natürlich eine Preisverleihung mit tollen Preisen und darüber werde ich auch gleich noch erzählen. Ja, also wie gesagt, die Coding-Phase als erstes, die geht von Anfang Januar bis Juni. Wir sind also jetzt gerade mittendrin. Jetzt gerade arbeitet schon eine ganze Zahl von Jugendlichen an ihren Projekten. Und es ist trotzdem möglich, auch jetzt noch einzusteigen. Werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Aktuell am 30. Juni müssen die Projekte fertig werden, müssen eingereicht werden. Und die nächste Runde startet dann am 1. Januar 2025. Das werden wir dann ab September, ab Oktober wieder ausschreiben. Und es gibt ein Eröffnungsevent online, wo man sich kennenlernen kann, zum ersten Mal austauschen kann, auch gucken kann, ist das wirklich was für mich? Das wird im Dezember stattfinden. Bis zum 30.06.2024 können noch Projekte eingereicht werden. Und dann kann man von Anfang an wieder in der nächsten Runde dabei sein. Für Quereinsteiger ist das also aber durchaus möglich, wenn man jetzt sportlich ist, jetzt gerade noch mitmachen möchte, geht das auf jeden Fall. Ja, während dieser Phase lassen wir die Teilnehmenden nicht alleine, sondern es gibt monatliche Videocalls. Einmal im Monat gibt es die Möglichkeit, sich online zuzuschalten und gemeinsam mit Jurymitgliedern und mit unserem Team über das Projekt zu sprechen. Es gibt dort immer dann ein Input-Thema, zum Beispiel zu Projektmanagement, zu Lizenz, was für Lizenzen vielleicht für das Projekt gut geeignet sind.
Es gibt dort Zeit für Fragen und natürlich geht es auch immer darum, bei dem Ganzen die anderen Teilnehmenden kennenzulernen, neue Freunde zu finden. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Aspekt von Youth Hacking for Freedom. Ja, genau, also in diesen Calls kann man sich Tipps abholen, Ratschläge abholen. Auch so ein halbes Jahr ist ein langer Zeitraum. Man muss natürlich auch nicht ein halbes Jahr ununterbrochen dran arbeiten. Es gibt ja auch noch andere Baustellen, die man hat, Schule und so weiter. Vielleicht ist das auch nur eine Phase. Vielleicht hat man aber auch wirklich ein größeres Projekt, was viel Arbeit in Anspruch nimmt und wo es zwischendurch mal Durststrecken gibt, wo man sich überlegt, kann ich weitermachen, will ich weitermachen. Dafür sind diese Calls also auch eine Möglichkeit, um ja, vielleicht sich nochmal einen Motivationsschub durch den Austausch mit den anderen zu holen. Fragen zu Lizenzen sind zu beantworten möglicherweise, oder auch da gibt es einen Input von uns dazu. Das habe ich gerade schon mal angesprochen, und alle möglichen Fragen, die es ansonsten gibt, können dort auch beantwortet werden. Wenn es konkret um Hilfen geht, an dem eigenen Projekt weiterzuarbeiten, also um technische Fragestellungen, dann ist es immer eine gute Idee, sich da direkt im Internet oder im Freundeskreis oder darüber hinaus Hilfe zu suchen. Da können wir also nicht detailliert helfen, aber mit allem anderen auf jeden Fall schon. Vor allem geht es darum, bei all dem auch Spaß zu haben, auch deswegen diese regelmäßigen Online-Treffen, damit man die anderen kennenlernt, damit man ja, vielleicht auch ein bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, denn am Ende steht dann noch eine Preisverleihung, wo sich die Teilnehmenden, zumindest diejenigen, die dann bei den Gewinnern sind, auch persönlich treffen. Ja, diese Evaluation nach dem Ende der Code-Phase, am 30. Juni, werden die Projekte eingereicht und dann findet sich eine Jury zusammen, die ja, bunt zusammengesetzt ist mit Expertinnen und Experten aus ganz verschiedenen Bereichen, also aus Free Software, Projektmaintenance, Projektkoordination, aus der Forschung, Leute wirklich, die zum Teil auch alle viel Expertise mitbringen, zum Teil auch Namen, die man kennt, dabei sind, und die beschäftigen sich dann damit, die Projekte auszuwerten und geben auch den Teilnehmenden nochmal Feedback persönlich in persönlichen Calls, um ihnen zu sagen, was sie gut gemacht haben, was möglicherweise das nächste Mal beim nächsten Projekt besser laufen könnte. Ich glaube, ein Jury-Member ist heute auch hier im Raum dabei, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja, dann, also kannst du auch gerne nochmal von deiner Perspektive nachher erzählen, wenn du möchtest. Genau, also wichtig ist, diese Auswertung passiert nicht völlig hinter verschlossenen Türen, sondern die Teilnehmenden bekommen alle nochmal ein Feedback zu ihrem Projekt, sodass da auch auf jeden Fall immer ein Lernprozess da ist und sie, auch wenn sie am Ende nicht zu den Gewinnern zählen, was davon mitnehmen können. Im September stehen die 6 Gewinnerinnen und Gewinner fest. Das sind also insgesamt 6 Gewinnertreppchenplätze, die wir vergeben, und dafür gibt es auch tolle Preise. Der erste Preis sind 4.096 Euro, der zweite 2.048 und der dritte bis sechste Preis sind dann 1.024 Euro. Genau, und in den letzten Jahren, also wir haben schon, wie gesagt, 2 Durchläufe voll abgeschlossen. In den letzten Jahren sind dabei auch wirklich ganz tolle Projekte eingereicht worden mit ganz unterschiedlichen Skill-Levels. Also es geht ja auch überhaupt nicht darum, dass nur Menschen teilnehmen können, die schon wahnsinnig gut programmieren können. Also wir haben auch Contributions gehabt von Programmieranfängern, die gerade angefangen haben, Python zu lernen, am Anfang gesagt haben, ich will mich da einfach mal damit beschäftigen und das ist für mich auch ein guter Einstieg. Vielleicht auch mit anderen Leuten, die schon länger dabei sind, mich dann austauschen zu können. Auch so die Perspektive zu haben, nach einem halben Jahr muss wirklich was fertig sein. Und dieser Music Companion hier zum Beispiel, das ist eine kleine Software von einem Mädchen, das wirklich kurz davor angefangen hatte, sich mit Python zu beschäftigen, ganz neu angefangen hat zu programmieren. Das ist eine Software, die einem dabei helfen soll, grundsätzliche Basics der Musiktheorie zu verstehen. Also was ist ein Akkord, was ist eine Tonleiter? Ich habe jetzt leider keine Demo davon dabei, aber ein einfaches, aber sehr am Ende erfolgreiches Projekt, das auch bei den Gewinnerplätzen dabei war, 2022. Noch so ein bisschen mehr zur Bandbreite von den Projekten, die entstanden sind. Also es gibt eine Gaming Engine, die Artix Gaming Engine, die hier programmiert worden ist. Es gibt Open Radio, eine der Gewinner-Softwares, das ist also ein DAB- und Internetradio-fähige Software, die auch sehr
Klasse ist, sehr, sehr advanced Projekte, also avancierte Projekte, zum Beispiel Aduplot, eine Plotting Engine. Also ich bin keiner von den Jury-Experten, ich bin selber auch kein Programmierer, das heißt, ich habe selber gar nicht so eine Vorstellung von der Komplexität, aber ich glaube, das war der Gewinner von 2023. Das sind schon durchaus sehr auch ambitionierte Sachen zum Teil, die eingereicht werden, aber eben auch nicht nur. Das hier ist der Smart Table Assistant. Das war der zweite Platz von 2022. Das ist ein, so ein 3D-gedruckter Home Assistant, Tisch, der Roboterfunktionalität besitzt, der auch Open Hardware hat und der mobilitätseingeschränkten Menschen im Haushalt helfen soll. Der junge Mann, der das programmiert hat aus Spanien, der hatte also einen persönlichen Anlass, weil es im Haus eine Person gab, die auf den Rollstuhl angewiesen war. Und er hat gedacht, ich möchte ein Projekt machen, was ganz genau solche Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, im Haushalt unterstützen können soll. Ich finde, tolle Idee, tolles Ergebnis. Und ich würde mal ganz kurz, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Ton ist, aber würde mal ganz kurz einen Blick aus dem Video, das er produziert hat, dazu ermöglichen. Ich glaube, es kommt jetzt nur aus meinen Boxen, aber man kann es sehen. Also er hat einen 3D-Drucker zu Hause, hat auch die ganze, wirklich das Gehäuse selber gedruckt, die Daten dafür auch unter freien Lizenzen freigegeben und die Software für Smartphone, das dann da so eingedockt werden kann, natürlich auch selbst geschrieben. Das ist schon wirklich sehr avanciert. Aber eine tolle Idee. Ah, tolle Lichteffekte dürfen nicht fehlen. Sogar eine Warmhaltung der Teller ist dort eingebaut. Ja, also ich mache mal etwas noch nach vorne. So nach dem Essen fährt der Roboter dann das Geschirr selbstständig zur Waschmaschine mit einer Routine, die man dann vorher programmieren, aufnehmen kann. Ein anderes Projekt, was dort vorgestellt worden ist, auch das war der erste Platz 2022, war SignTrack. Das ist ein Programm AI, also KI-basiert, was Zeichensprache erkennen kann und in Text konvertieren kann. Also man kann live mit Zeichensprache zu Text sich verständigen. Genau, also dann kommt er in der Spülmaschine an und kann die Sachen direkt dort ausladen. So als kleiner Einblick, was für Projekte dort entstanden sind bisher. Also wirklich eine große Bandbreite. Aber nochmal, die Idee ist nicht, dass dort nur super advanced, krasse Projekte, mit denen man schon eigentlich eine Firma gründen kann, eingereicht werden, sondern jeder kann mitmachen, jede kann mitmachen, auch wenn man gerade erst angefangen hat zu programmieren. Auch wenn man vielleicht noch gar keine Idee hat, das ist auch eine Möglichkeit, dass man sagt, tolle Idee, ich bin voll überzeugt eigentlich von freier Software, weiß aber noch nicht so richtig, was ich machen kann, dann kann man sich trotzdem erstmal anmelden, erstmal diese Registrierung machen und bei den ersten Calls dabei sein und gucken, was entwickelt sich vielleicht für eine Idee. Oder vielleicht kommt die dann erst im Laufe dieser Coding-Phase. Wichtig ist nur, am 30.06.
muss es fertig sein. Hier nochmal die Gewinner der ersten beiden Durchgänge, Gewinnerinnen und Gewinner. Das war 2022 und 2023. Hier sind alle 6 dabei. Im ersten Jahr hatten wir auch Teilnehmende, auch einen Gewinner beispielsweise aus der Ukraine. Und dort hatte gerade der Krieg angefangen. Der konnte deswegen nicht anreisen. Deswegen waren dort nicht alle komplett mit vor Ort. Die Preisverleihung findet statt im Oktober in Brüssel. In Brüssel, in einer sehr schönen Location. Letztes Jahr war es, glaube ich, am Grand Place, für diejenigen, die das von der FOSDEM vielleicht kennen. Dort gibt es tatsächlich ein Wochenende, was dann natürlich von den Teilnehmenden nicht bezahlt werden muss, sondern durch das im Rahmen der Preisverleihung von der FSFE bezahlt wird. Ist dort die Gelegenheit, die anderen Gewinnerinnen und Gewinner zu treffen, außerdem Jury-Members zu treffen, also die Leute, die die Projekte bewertet haben, mit denen sich auszutauschen, auch nochmal direktes Feedback zu bekommen. Außerdem gibt es natürlich Sightseeing. Letztes Jahr gab es dann einen Maker-Workshop dort und ist natürlich eine gute Gelegenheit, um Freunde zu finden, mit denen man dann auch weiter im Austausch steht, denn davor hat man sich ja wirklich nur digital kennengelernt und digital getroffen und danach ist man sich auch mal persönlich begegnet. Diese Zeremonie, der Preisverleihungszeremonie, da hat jeder die Möglichkeit, dann nochmal sein Projekt vorzustellen. Und natürlich gibt es dann tolles Essen, jede Menge Essen an diesem Wochenende. Also ist auf jeden Fall eine super schöne Sache. Ich bin, wie gesagt, eigentlich gar nicht der Zuständige für dieses Projekt bei uns bei der FSFE, sondern das sind Alex und Bonnie, die hier zu sehen sind. Die haben den Hut auf dafür. Das heißt, wer Fragen dazu hat, kann sich gerne an Sie wenden auch. Natürlich gleich auch an mich. Ich kann auch ein bisschen was dazu noch erzählen. Aber die sind die beiden, die sich das auch ausgedacht haben. Und ja, wie ich schon gesagt habe, die Registrierung ist noch möglich. Es ist jetzt das kleine Problem, dass wir heute Morgen die Nachricht bekommen haben, dass eines unserer Servercluster down ist. Ich glaube, dieser Link funktioniert gerade nicht. Aber wenn man dieser Link funktioniert, das ist eine Mailingliste, da kann man sich anmelden. Da bekommt man Infos darüber, wann die nächsten Calls sind. Wie gesagt, man kann auch, wenn man noch gar nicht angemeldet ist, in diese Calls reingehen und kann erstmal gucken, ist das was für mich? Und man kann natürlich auf die Adresse, die immer jetzt ganz links unten in der Ecke steht, die funktioniert also auch jetzt auf jeden Fall, youthhackingforfreedom.org gehen, kommt da auch nochmal auf die Seite, wo der Link zur Registrierung zu finden ist. Ihr könnt uns gerne bei Mastodon folgen, auch da gibt es regelmäßig Updates dazu. Und vielleicht noch eine wichtige Sache zum Schluss. Dieser Wettbewerb, wie unsere gesamten Aktivitäten, sind spendenfinanziert. Also die Free Software Foundation Europe finanziert sich aus Spenden von vielen Einzelpersonen. Und damit wir sowas und andere Projekte wie auch Public Money, Public Code, wie auch Device Neutrality weiterverfolgen können, brauchen wir Unterstützung. Deswegen werdet gerne Supporter. Könnte sein, dass auch dieser Link gerade nicht geht, aber merkt ihn euch gut. fsfe.org/donate und ja, unterstützt gerne unsere Arbeit, damit wir sowas auch weiterhin machen können. Dieses Projekt hat einen großen Geldgeber, das ist Reinhard Wiesemann vom Linux Hotel, der unterstützt das Projekt, weil er auch selber als Jugendlicher eigentlich über einen Programmierwettbewerb auf Software und dann später auf Freisoftware aufmerksam geworden ist. Und das ist eine ganz tolle, einen ganz tollen Weg findet, um junge Menschen für Programmieren insgesamt, aber auch eben für Hacking und für freie Software ganz konkret zu begeistern, dafür zu interessieren und natürlich perspektivisch auch dafür zu sorgen, dass auf die Art und Weise vielleicht mehr Leute in dem Bereich beruflich aktiv werden. Das ist also etwas, was dann so als Sekundäreffekt auftreten könnte. Wir haben heute Nachmittag noch einen anderen, nicht Talk, sondern eine Lesung im Kinderparadies. Da geht es um ein etwas ähnliches Projekt von uns, aber doch ganz anders, nämlich Ada und Zangemann, ein Märchen von, habe die richtige Reihenfolge des Titels nicht, also auf jeden Fall das Märchen, was Matthias, unser Präsident, geschrieben hat, lesen wir dort vor. Das richtet sich an Kinder, aber auch an Erwachsene, wo auf eine sehr schöne Art und Weise in der Geschichte verpackt erklärt wird, was freie Software ist und warum es wichtig ist, dass Software frei ist, dass Software ganz genau diese 4 Freiheiten verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern braucht, damit unsere Gesellschaft frei bleiben kann. Kommt auch gerne dort vorbei, gebt das auch gerne nochmal weiter, denn das steht nicht auf der CLT-Webseite heute. Wir haben es jetzt nur bei Mastodon noch verbreitet. Also gebt das gerne weiter. Heute um 15 Uhr im Kinderparadies ist diese Lesung von dem Buch. Also das ist wirklich ganz toll. Ihr könnt das Buch übrigens auch erwerben an unserem Stand. Das ist
findet sich, wie gesagt, gleich hier draußen auf der linken Seite, in verschiedenen Sprachen mittlerweile vorrätig. Und auch da soll jetzt, das kann ich schon mal verraten, ein Film entstehen. Auch da freuen wir uns über Unterstützung. Ja, so viel erstmal zu Youth Hacking for Freedom und zu unseren sonstigen Aktivitäten. Kommt, wie gesagt, gerne noch an unserem Stand vorbei, informiert euch darüber, was wir sonst noch so machen. Kommt mit uns ins Gespräch, aber wenn ihr jetzt direkt Fragen zum Wettbewerb habt, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Okay. Dann Dankeschön. Ja, natürlich. Ich dachte, es gibt keine Frage. Dann vielleicht gibt es ein Mikrofon. Ganz kleinen Moment. Ja, nur die Frage, wie viele Leute bisher mitgemacht haben. Also wie viel konntet ihr bisher gewinnen? So? Also das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich weiß das nicht so ganz. Weißt du das, wie viele Leute mitgemacht haben, Nico? Beim ersten Anlauf waren es recht viele. Da waren es über 100 auf jeden Fall beim ersten Projekte, ja. Durchlauf, beim zweiten waren es etwas weniger, also unter 100, ja. Aber genau, so in dem Rahmen. Ja. Okay. Alles klar, dann vielen Dank und viel Spaß beim nächsten Vortrag.